Das Faszinierende an diesen Zuckerlokomotiven waren die unterschiedlichsten Bauarten. Hier einige Beispiele dieser Sonderheiten. Den Reigen beginnen wir mit einer Lokomotive in der Transkill-Fabrik. Es ist eine englische Lokomotive, die von Hunslet 1971 geliefert wurde. Es war die einzige englische Lokomotive für eine indonesische Zuckerfabrik. Diese Satteldanklokomotive weist eine besonders einfache Steuerung auf. In der Fabrik Resojari haben wir eine weitere absolute Sonderheit entdeckt. Und zwar ist es die Lokomotive Salak, die 1916 von Ohrenstein und Koppel gebaut wurde. Die Besonderheit ist ein Vorgelege, mit dem eine erhöhte Zugkraft erreicht wird. Ein weiterer interessanter Ausflug galt der Zahnradbahn bei Ambarawa. Das ist die einzige Zahnradbahn in Indonesien. Die Lokomotive B25-03 wurde 1902 von Kessler in Esslingen gebaut. Die Maschine besitzt ein Vierzylinder-Triebwerk. Das eine Triebwerk ist für einen Adhäsionsantrieb verantwortlich und das andere für das Zahnrad. Die Strecke war seinerzeit außer Betrieb genommen. Zu meiner Zeit war sie wieder reanimiert und für touristische Zwecke in Betrieb genommen. Die Strecke ist geteilt, zuerst ein langes Stück Adhäsionsstrecke und dann folgt die Zahnradstrecke. Die Bergfahrt war sehr eindrucksvoll. Man kann auch das schleudernde Adhäsionstriebwerk im Zahnstangenabschnitt beobachten. Das Schild im Wagen bestätigt, was man empfindet bei dieser Fahrt. Es heißt nämlich, die Fahrt dauert nur eine Stunde, aber das Gedenken daran dauert ewig. Beim Warten auf die Rückkehr des Zuges sind einige ländliche Impressionen möglich. Die Wagen haben keine Luftbremsen, deshalb braucht es je einen Bremser. Der Bremser beobachtet mit Unbehagen, dass die Konkurrenz schon wieder unterwegs ist. Auch bei der Rückfahrt ist die typisch indonesische Reislandschaft zu beobachten.
letztes Mal bremsen und wir haben den Ausgangspunkt wieder erreicht. Freuen Sie sich auf die anderen Kapitel des Filmes und ich freue mich über Ihr Like.